heute etwas vorsichtiger vorm Einreiten. Gestern hat sie den nochmal einmal richtig angemacht und dann war der so ein bisschen heiß in der Prüfung. Ja, der war gut da. Und dadurch, dass er so heiß war, musste sie etwas viel bremsen und dann wurde er ein bisschen eng. So, ja, das da ist aber ein sehr schöner Bergauf galopp hier jetzt. Hast du das immer noch genau im Blick oder vielmehr im Kopf, wie die Pferde den Tag davor waren? Eigentlich nicht. Also hier war nur so, man, das tat einfach, es tat einem leid. Ne? Also das ging dann, gestern gingen so ein paar Sachen in die Hose, wo man einfach sagte so, der ist jetzt übermotiviert. Also nicht im negativen Sinne, aber ich glaube da, so das merkt man sich dann. Aber ansonsten, neuer Tag, neues Glück und man soll da auch wirklich offen sein und Reset-Knopf. Versuchen das genau abzuhaken, was vorher war. Aber das sieht schön gelassen jetzt aus, durch den Körper schwingend. Und heute ist er auch schön eine Anlehnung dadurch, dass er eben nicht den so bei sich behalten muss. Das ist eine schöne Selbsthaltung jetzt. Ja, also hier mit gutem Grundschwung. Ich wünschte mir persönlich, dass das innere Hinterbein noch ein bisschen mehr nach vorne fußt, nicht seitwärts fußt. Dann kann das äußere besser kreuzen und man hat noch mehr Gleichmaß. Ne? Wenn man so eine kleine Unwucht drin hat, dann ist das häufig deswegen, weil das innere Hinterbein zur Seite tritt, anstatt nach vorne. Sehr schöne Passage Unwucht, jetzt. Das muss ich mir auch mal notieren. Das schöne Passage, wirklich natürlich im Ablauf, locker durch den Körper schwingend und daraus wirklich auch energisch abfußen. Und schön im Rahmen jetzt. Das gefällt mir gut. Na und kommt schön aus dem sehr starken Trab, jetzt, ne? Zack in die Passage. Hier der, ne? Unterarm kommt wirklich fast in die Waagerechte vorne. Hintermein ist wirklich unterm Schwerpunkt. Und sehr gleichmäßig, auch jetzt hier durch die Ecke. Schön. Schöne Passage, schön fließend. Ja, der sieht heute zufrieden aus als gestern. Der war gestern so ein bisschen on fire. Sieht gut aus. Auch schöne fließende Übergänge hier aus dem Trab in die Passage. Toll jetzt, ne? Wie der sich senkt hinten. Sehr diagonal, immer gleichmäßig gelevelt. Ah. Schade. Kann es hier im Bildschirm nicht richtig sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er minimal schief war. Und das ist natürlich die Stelle im Grand Prix, wo die angaloppieren. Mhm. Ne? Die sind ja schon clever, unsere Pferde. Ja. Jetzt aber wieder schön. Das wollen wir ja immer. Ne? Wir wollen ja immer, dass sie mitdenken, genau. Aber dann doch nicht zu und viel. Trotzdem abwarten. Das ist natürlich ja, genau. Schon auch immer... und trotzdem zuhören, was der Reiter sagt. Ne? Ja. Ja, Schritt hier wünschte man sich etwas mehr Vortritt. Er ist gelassen, lässt den Hals fallen. Na, so ein bisschen schielt er rechts und links, genau. Ne? Ja, sie überspielt das ganz geschickt, dass er bei ihr bleibt. So, jetzt hab Geduld, Pferd, warte. Ja, bleibt bei ihr. Gut. So ein bisschen zögerlich, ja, ne? Ja, genau. Ein bisschen vorsichtig. Sie wird wissen, warum. Und es hätten 2-3 Dritte mehr sein können. Aber jetzt wieder schön das Passagieren. Ja, jetzt hat sie natürlich schon eine Vorwärtstendenz. Ja, leicht vorwärts getravelt. So, das ist geschmeidig rein und raus. Das ist wieder schön, das ist kraftvoll getragen mit offenem Ganaschenwinkel. Oh, das war ein schönes und sehr schönes Angaloppieren. Und jetzt haben wir ja auch die Qualität des Galopps zu bewerten, das ist wirklich gut, ne? Also mindestens 8, da könnte auch eine höhere Note sein, ne? Weil das Angaloppieren an sich war schön, aber mir persönlich noch wichtiger ist, hier auf den Galopp zu achten, deshalb gebe ich die Note immer erst nach der kurzen Seite, weil das ist im Grunde genommen die einzige Note, ähnlich wie im Grand Prix, nach dem Angaloppieren, wo man wirklich nur die Qualität des Galopps mal, ja. Genau. Mhm. Und da muss man dann auch wirklich Unterschiede machen in der Note.
Es gibt Pferde, die jetzt von der Grundgaloppade etwas schwächer sind, aber trotzdem in der Ausführung der Lektionen sehr sicher und auch gut sind. So, das war ein schönes Traversieren. Sehr sicher im Takt. Mit gutem Schwungerhalt. Ja, die Wechsel mit viel Ausdruck. Sah von für vorne uns so aus, so ein bisschen nach rechts weg. Genau. Ich glaube, dass da die Richter, die es von der Seite sehen, beziehungsweise von der kurzen Seite, werden da ganz hohe Noten geben. Wir sehen es jetzt von der Seite. Hier einer Wechsel. Sehr energisch durchgesprungen mit guter Bergauftendenz und gutem Bodengewinn. Also da wäre ich jetzt auf jeden Fall bei einer 8. Das eine 8 wäre Minimum. Ist also natürlich auch immer wichtig, das können wir am Bildschirm natürlich ganz schwer sehen. Ne? Genau, genau. Ja, Einteilung ist so, dass man den 8. Wechsel sollte man dann ungefähr bei X haben. Ja, gut gelöst. Hier hätte er während des Zulegens vielleicht ein bisschen offener noch im Rahmen sein können. Aber einfach mit gutem Bodengewinn, nicht eilig werdend. Schöne Rückführung, sicherer Wechsel, fließt alles in diese eine Note mit ein. Sehr zentrierte Pirouette jetzt hier. Ja, auch sehr schöne Einerwechsel. Bisschen Energie verloren jetzt hier. Hat da ein bisschen geschummelt auch in Richtung Lastaufnahme. Genau, würde ich genau, denken, genau, ne? Ja. Ja, Vicky hat das heute etwas vorsichtiger angehen lassen nach gestern. So, jetzt da das Mittelmaß, das Richtige noch zu finden, dann ist der schon top. Ja, man darf auch nicht vergessen, die Pferde sind einfach ein bisschen aus dem Sport raus gewesen. Ne? Wir hatten wirklich lange, viele Pferde, die im Jahr kein Turnier gegangen sind. Ich glaube, er hat jetzt auch seinen zweiten Start in diesem Jahr. Das ist aber jetzt schön. So, ne? Wie jetzt immer. Will, ne? Er mal sagen, hier, guck, ich kann doch Piaffieren. So sehr auf der schön, Schlusslinie, ne? Haben sehr wir das schön. So toll. Oft. Da sind die Pferde dann echt irgendwie ja. Doch im Viereck angekommen. Und genau. Das sind aber die, die noch gut gelaunt sind, die machen das gut auf der Schlusslinie. Dann hast du auch welche, die dann zum Schluss nicht mehr wollen. Schön. Tolle Schlusslinie, das hat nochmal ein paar Punkte gut gemacht. Na, das war auf jeden Fall eine ganz andere Nummer als gestern. Ja, sehr schön. Aber das ist ja eigentlich wirklich so, ne? Wenn du dich in das Richterhäuschen setzt, musst du ja gestern ausblenden. Ja, ne? Genau. Ist genau. Das manchmal schwierig oder ist das für dich eigentlich vollkommen klar? Reset und du siehst, was du siehst und dann... Nee, also das fällt mir eigentlich nicht so schwer, muss ich sagen. Also ich kann mich dann auch erfreuen, wenn es am nächsten Tag besser geht. Ja, aber da dann ist ja schon wieder die Gefahr, dass man zu hoch, oder? Also so ganz frei von Emotionen kannst du dich nicht machen. Das finde ich aber auch gut. Wenn du ganz emotionslos da sitzt, dann denke ich mal, dann macht es auch keinen Spaß mehr und du machst eigentlich was wirklich nur gut, wenn du Spaß daran hast. Und ich denke, das darf auch sein. Dafür sitzen wir zu fünf da. Und der eine beißt sich schon mal eher an der einen Sache fest, der andere an der anderen Sache. Der eine erfreut sich vielleicht ein bisschen euphorisch an der anderen Geschichte und dafür ist einer etwas zu kritisch. Ich denke, das darf sein. Am Ende des Tages ist es meistens so, dass das Endresultat stimmt. Dass sich das alles irgendwie... Ja, guck, jetzt haben wir gar nicht auf die Schlussnote geachtet, aufs Rausgehen, nee. Unsere neue Schlussnote. Das Finale des Louis-Dorp-Preises. Im letzten Jahr dann der dritte Platz war es beim Grand Prix Spezial in Oldenburg im November. 11 Jahre alt ist der mittlerweile der Büst, unser Sieger vom letzten Louis-Dorp-Finale. Na, das war ein ganz spannender Sieger, ne? Am ersten Tag die Nummer das mal gesteckt. Das ganze Finale war eine spannende Geschichte, kannst du dich erinnern? Absolut, und der Louis-Dorp-Preis hier, wenn wir das mal kurz erwähnen dürfen, morgen ja die Finalqualifikation, also wir können nur sagen, gestern die Qualifikation zur Finalqualifikation, das war eigentlich unfassbar. Ja, ja, ja. Von 11 Pferden hatten wir 10 über 70 und einige extrem. Ja.